Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, dass der Martin auch wieder dabei ist. Hallo Martin. Hallo David. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass du auch wieder mit am Start bist, dass du mich wieder so wunderbar hier begrüßt hast. Das ist jedes Mal eine Freude, wenn du das tust. Was mir auch eine Freude ist, ist natürlich zu fragen, zu wissen. Es brennt mir auf den, wo brennt es nochmal? Unter den Nägeln. Unter den Nägeln. Unter den Nägeln. Unter den Füßen, ich weiß es nicht. ich wollte eigentlich nur wissen, was du gerade genießt. Nun, es ist schon ein kleiner Spoiler für das Thema unserer eigentlichen Folge jetzt. Ich sag's kurz und knapp, ein Gurkenminzwasser. Sehr erfrischend. Ja. Stellt sich mir natürlich aber auch schon die Frage, was trinkst du denn gerade? Erstmal muss ich die letzte Folge noch auflösen. Da habe ich ja wieder einen von Zuhörer Julian hast du bekommen. Ja, und ich habe doch gesagt, hör, das hat irgendwie so eine komische Roséfarbe, der Whisky und irgendwie als wäre da Wein drin. Es ist auch aus der Distillerie Schlitzer der Anno 812 ein mit Portwein verfeinerter Whisky. Ja, ich werde jetzt aber nicht die nächste Whiskyprobe aufmachen, dadurch, dass es draußen echt warm ist und ich glaube, dass da mein Kreislauf einfach sagt, das war's dann auch und dann hätten wir ein Problem, die Folge aufzunehmen. Von daher habe ich einen Tee tatsächlich von unserem guten Freund von Golden Time Tee. Ich habe den Evening Chill Tee, muss aber dazu, ich habe ihn ein bisschen vorbereitet, also er ist jetzt nicht, ich habe ihn natürlich kochend heiß aufgegossen, aber ich habe ihn jetzt ein bisschen stehen lassen, dass er so gerade handwarm noch ist immer noch sehr lecker, aber ich hätte mir jetzt auch keinen, man sagt ja immer, man soll heißes trinken, wenn es heiß ist, aber kann ich nicht so gut und dann, tatsächlich Evening Chill Tee, schaut gerne vorbei, ihr findet auch einen Rabattcode unten in der Beschreibung und in den Shownotes für Golden Time Tee. Echt, eine coole Sache. Sehr schön. Und damit gehen wir auch gleich direkt in unser Thema rein, und zwar wollten wir einfach mal darüber sprechen, was denn so unser, ich sag mal, Erfrischungsgetränk für diesen Sommer ist. Denn ich muss ja sagen, die letzten Tagen und Wochen war es schon zwischenzeitlich echt heiß, auch wenn es Anfang Juli echt nochmal kühl wurde. Aber jetzt die letzten Tage war schon sehr heiß und da bin ich gespannt, was du als Erfrischungs... weißt du Bescheid? So, ist es zu warm? Ich kann nicht mehr reden. Ich nehme noch mal einen Schluck von meinem Erfrischungsgetränk. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass deswegen die Folge diese Woche einen Tag später kommt, weil es war einfach zu warm, ich war durch. Was mir dabei sicherlich gestern geholfen hätte und was ich auch sehr gerne bei der Hitze trinke, um mal in das Thema einzusteigen, ist mein für mich zumindest neu entdeckter Cold Brew Tonic. Ey, ist das etwa die Art von Cold Brew, die ich denke, dieses? Welche Art von Cold Brew meinst du denn? Die Quick and Dirty, einfache Variante. Du misst einfach ab, wie viel Wasser du weniger nehmen musst und dafür Eis ersetzt. Es ist die 1:10, 24 Stunden ziehen lassen Variante. Okay. Ja, also für die Leute, die es nicht wissen, Kaffee relativ grob mahlen, noch gröber als für eine French Press. Dann in Verhältnis 1:10, einfach im Behältnis, das kann eine Vorratsdose sein, eine Flasche, was auch immer. Einmachglas, wenn es groß genug ist. In den Kühlschrank stellen, 24 Stunden durchsieben, durch einen ganz normalen Handfilter zum Beispiel. Und dann habt ihr wunderbaren Cold Brew, den man, wenn man ihn pur trinken will, am besten noch verdünnt oder wie in meinem Fall einfach ein bisschen oder beziehungsweise halt relativ viel Tonic dazu. Und dann ist das sehr, sehr, ein sehr erfrischendes Kaffeegetränk. Also gerade diese Tonic-Note, die spielt da wunderbar mit rein und es ist, es ist einfach toll. Es ist einfach toll, weil es halt auch in der Gesamtheit nicht so pappsüß ist. Ja. Apropos nicht pappsüß, so geht's auch mir bei meinem Getränk. Und zwar ist es ganz einfach. Ich habe mir heute einfach, es war heute auch relativ warm und das Wochenende war sehr warm. Und ich habe mir heute zum Mittag einfach so einen asiatischen Gurkensalat gemacht. Und da nimmt man so eine Salatgurke. Also ich schweife kurz erstmal ab zu einem Gurkensalatrezept, wenn es recht ist. nimmst dir so eine handelsübliche Salatgurke, die du mit einem Sparschäler in dünne Streifen schneidest, ja. Und dann ganz einfach als Soße dazu nimmst du etwas Erdnussbutter,
dann ein Schuss Sesamöl, dann etwas Chiliöl, wenn man es zur Hand hat, etwas Honig, ein bisschen Essig und das mischt dann gut durch. Dann etwas Sojasauce noch dran, etwas Pfeffer, wenn man möchte. Und das Ganze mischst du dann unter den Gurkensalat, stellst es vielleicht nochmal kurz in den Kühlschrank, wenn die Gurke nicht aus dem Kühlschrank kam, wenn es richtig schön kalt ist und hast einen wunderbar nussig, asiatisch schmeckenden Gurkensalat. Und was dabei übrig bleibt, ist, dass ich nenne es nicht, also ich hätte es jetzt fast Kerngehäuse genannt, aber halt, ne, die Kerne, diese wässrige Sache. Mhm. Ja. Und ich dachte, bevor ich das Zeug wegwerfe, habe ich das einfach in einen großen Behälter getan, leicht zerdrückt und dann mit Wasser aufgefüllt und dann noch Minze, frische Minze aus dem Garten dazu gepackt. Und ich hatte leider keine Zitrone, sonst hätte ich noch einen Schuss Zitrone dran gegeben, aber sowas ohne. Und das habe ich dann einfach schön in den Kühlschrank gestellt und ziehen lassen und das genieße ich jetzt mit Eiswürfeln und es ist wunderbar erfrischend. Das klingt echt cool. Ich bin gar nicht so der Gurkensalat-Fan. Ich mag Schlangengurke aber tatsächlich halt, oder Salatgurke, je nachdem, wie man es nennen will, ganz gerne im Salat oder halt einfach roh. Mhm. Wobei dieser Gurkensalat gerade echt schon gut klang. Also ich kenne halt, Gurkensalat ist für mich so dieser komische Gurkensalat, den meine Oma immer gemacht hat, viel zu sauer und mit so einem komischen Dressing aus Kondensmilch und also so, ja, so. Ja, ja. Das gleiche Dressing hat man dann auch gerne für Bohnensalat genommen, richtig? Ja, wobei ich Bohnensalat das schon cooler fand. Frag mich nicht, warum. Ja, also ja, aber es ist das gleiche Dressing. Ja, das ist, ja, und deswegen, also da hat mich Gurkensalat nie so abgeholt, aber der gerade, der klang echt gut. Ja, vor allem, also ich habe halt selber auch Chiliöl gemacht vor 2 Wochen, ja, und konnte davon dann schön ein bisschen dazu packen. Und ich habe den Honig dann tatsächlich weggelassen, weil ich fand, mit der Erdnussbutter, das war mir schon fast süß genug. Und es war unglaublich, also ich fand es unglaublich lecker, ich fand es unglaublich erfrischend und für mich hat tatsächlich dann so eine Schale Gurkensalat, also ich habe quasi mein Mittagessen bestand aus nicht ganz einer Salatgurke. Aber hey, das ist gut. Ja, yeah, Mann, es war echt einfach auch mega lecker und dadurch, dass es so frisch war, auch super, also kalt war, so super erfrischend. Und ich muss sagen, dieses Gurkenminzwasser, ich mag eh schon, also ich kaufe mir auch durchaus häufiger mal so Wasser mit Gurken- und Minzgeschmack oder auch Gurkengeschmack nur, weil ich finde es sehr erfrischend. Ich finde, dieses Gurkenwasser hat etwas sehr Erfrischendes, vor allem wenn es kühl ist. Und jetzt weiß ich es halt, wenn ich es selber mache, funktioniert es genauso gut und kostet mich weniger. Ja, ich habe das nicht mit Gurkenwasser, ich habe das mit Zitronenwasser. Ich habe das, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht im letzten Sommer, im letzten Jahr, wo wir auch über so erfrischende Sommererfrischung, wenn man so will, geredet haben. Mhm. Und da habe ich auch davon geschwärmt, dass ich ein Fan von diesem absolut simplen, ein gutes Mineralwasser, eiskalt, Scheibe Zitrone da rein. Und die Welt ist, ey, es ist, oh, da könnte ich mich im Sommer echt reinsetzen. Aber das Mineralwasser muss eiskalt sein, das muss so, also wirklich so den Kühlschrank einmal kurz auf Max drehen, einmal kurz in Anführungsstrichen und dann, och ey, das ist toll. Ja, aber vielleicht muss ich das sowas mal mit Gurke ausprobieren, tatsächlich mit einer Scheibe Gurke. Ich meine, man tut ja auch in Gin Tonic Gurke. Also irgendwie kann ich mir das schon rechtvertigen. Das, Vater, jetzt lass mich so ein bisschen auf den... Okay, ich hätte heute Morgen nicht gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde. Du hast mich ein bisschen auf den Gurken zugebracht. Ja, klingt auf jeden Fall, also ja, das wird wieder so eine Folge, wo ich eigentlich hier sitzen und mitschreiben müsste. Hm. Furchtbar. Ich habe aber auch noch einen am Start. Und ja, bitte. Eine Komponente davon ist gleich. Tonic. Nun. Ja, ich finde Tonic einfach auch. Tonic kann zu so vielen Dingen passen. Oh ja. Das heißt, was ich auch ganz gerne mache, ist Orangensaft mit Tonic und da einfach auch gerne einen Eiswürfel rein. Mhm. Das ist, aber bitte, 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 Orangensaft ohne Fruchtfleisch. Bei Fruchtfleisch kriege ich Pickel an der Lippe. Das ist, Also ich muss sagen, ich mag morgens so einen frischen Orangensaft mit Fruchtfleisch oder so. Das ist ganz cool.
sonst nicht so. Ja, also Fruchtfleisch, ich meine, das kann ja jeder halten. Das ist ja auch unser Credo, so jeder wie er will. Bei Fruchtfleisch. Aber kein Fruchtfleisch. Aber also, es, das ist, jeder macht das, wie er will, aber wer Fruchtfleisch mag, hat halt einfach Unrecht an der Stelle. Das, nein, um Himmels Willen. Ja, aber das ist halt, das erinnert mich immer so ein kleines bisschen an dieses Capri-Eis. Mhm. Weißt du, da kennst du wahrscheinlich von früher noch. Ja. Dieses ganz schnöde Wassereis. Ja, ja. Was auch, glaube ich, einfach eingefrorene Capri-Sonne war, wenn wir mal ehrlich sind. Und irgendwie erinnert mich dann so Orangensaft mit Tonic und einem Eiswürfel, das erinnert mich immer so ein bisschen daran. Hm. Und ich überlege gerade, wie es wird, wenn man da noch einen Schluck Gin reinkippt. Oder Wodka auch. Oh. Hä? Es ist Wodka ist ja auch nochmal so eine Geschichte, also ich schweife mal kurz zum Thema ab. Wodka ist ja auch nochmal so eine Geschichte, der ich mich widmen wollte. Also jetzt tatsächlich nicht einfach so, damit es knallt, sondern halt, weil es ja so viele Leute gibt, die auch auf Wodka schwören und da muss ich, glaube ich, auch nochmal ran. Guter Wodka hat schon echt was für sich, das muss ich schon zugeben, aber ich trinke ja nicht so oft Alkohol und deswegen sind meine Erfrischungsgetränke auch meistens ohne. Allerdings. Und damit komme ich zu meiner Alternative. Und es ist halt ein Klassiker, den ich schon mehrmals genannt habe hier. Es ist halt der gute Espresso Tonic oder halt der Nitro Cold Brew Tonic. So, ne? Also das ist halt je nachdem, wie spontan man sein will. Aber so ein Espresso auf Eis und dann noch Tonic Water dazu, das ist schon nice. Und jetzt kommt so ein bisschen was Perverses. Meine Frau hat ja eine Nespresso-Maschine. Mhm. Also Betonung liegt auf meine Frau hat sie, weil ich nutze sie eigentlich nicht und das weißt du sehr genau. Mhm. Aber es gibt dann immer so Summer Editions. Und sie hatten eine mit Wassermelone. Und ich weiß, Wassermelone ist nicht dein Ding. Kommen wir jetzt in so ein Guilty Pleasure-Ding hier? Ja, so ein bisschen. Und zwar, wenn du dir dann so ein Wassermelonen-Espresso von der Nespresso machst, auf Eis, und den dann eben mit ein bisschen Wasser noch aufkippst, ja, und dann Eiswürfel richtig schön drin, das kommt schon gut, wenn du dann aber zufällig noch so ein Stückchen Wassermelone hast, das du da rein pürieren kannst, dann kommt das richtig gut. Und das... Da muss ich halt dran denken, dass Wassermelone und Salatgurke oder Schlangengurke halt sehr verwandt sind miteinander. Und deswegen dachte ich mir, ja, das erklärt, warum ich auf beides so stehe. Wie kriegen die das Wassermelonenaroma da rein? Also wird das Kaffeepulver selber infused? Ja, das muss irgendwie Added Flavor sein. Also die haben alternativ zu Wassermelone auch mit Kokos. Und das ist auch sehr cool, wenn du so einen Kokosflavor hast, einen Kaffee, den du dann kalt machst und dann eben da dann auch noch zusätzlich so ein bisschen Kokosmilch reinpackst. Ja, doch, kann man machen. Das ist, ich frage mich gerade, ich bleib gerade mal kurz, also wie geht das? Was ist das für ein technisches Wunderwerk? Naja, du kannst ja Geschmäcker hinzufügen, artifiziell. Also nur was ich mich halt frage, ist, wird das der Kaffee an sich infused in irgendeiner Art und Weise oder wird einfach das Aroma als Pulver, als Substanz quasi irgendwie dazugegeben in das fertige Pulver? Weißt du, was ich meine? Ich bin gerade vollkommen fasziniert. Weil den Kaffee mit Wassermelonengeschmack? Ja, ich war auch sehr skeptisch, aber war leider irgendwie cool. Das ist ja okay. Ich versuch's gerade nur. Ich habe halt nie davon gehört. Das ist aber wie stark ist denn der Wassermelonenanteil? Sehr überschaubar. Es ist so ein dezenter, weißt du? So ein dezenter Hinweis. So dezent, ach guck mal, Wassermelone ist auch dabei. Genau. Also man schmeckt es halt schon so ein bisschen raus, so hintergründig, aber eher. Genauso beim Kokos. Kokos ist noch ein bisschen intensiver, ja, als Wassermelone, fand ich.
Und deswegen kannst du das bei Kokos durchaus auch als so ein, kannst du noch ein bisschen Milch dazu geben, wenn du möchtest, und das Ganze auf Eis, ja. Bei Wassermelone hast du dann schon fast die Wassermelonennote übertönt mit der Milch. So, ne? Deswegen, also bei Kokos geht das aber noch. Und wie gesagt, also das Ganze mit schön richtig eiskalt und so, ach, das kommt richtig gut. Ich weiß, man soll, wenn es richtig heiß ist, eigentlich keine Ja. kalten Getränke trinken. Du trinkst ja auch gerade einen Tee, aber weißt du was? Ist mir alles egal. Mein Gurkenwasser schmeckt mir auch kalt einfach am besten. Ja, also ich, vielleicht können wir auf dieses Thema noch einmal ganz kurz eingehen. Auf dieses, man soll ja eigentlich heiße Dinge trinken. Ich kann das im Sommer auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, irgendwie habe ich da auch eine gedankliche Blockade. Aber du weißt genauso wie ich, dass es eigentlich besser ist, richtig? Natürlich, natürlich weiß ich das. Und ich mache mich da auch in keinster Weise drüber lustig. Ich frage mich nur gerade auch, wie es vielleicht unseren Zuhörenden in der Hinsicht geht. Aber ich habe da irgendwie so eine Blockade. Also ich brauche dann etwas, was mich erfrischt. Und ich weiß, man soll ja auch eigentlich gar nicht zu kalte Sachen trinken, weil sich dann die Blutgefäße im Hals verengen und da gibt es Durchblutungsstörungen im Kopf. Und also es gibt da ja wirklich viele gute Gründe und ich möchte nehme das alles ernst. Ich mache mich da in keinster Weise drüber lustig. Ich kann es einfach nicht. Es Ich ist kann halt es. so eine kognitive Dissonanz, die ja einfach herrscht, ne? So von wegen, ich weiß, ich sollte warm und nicht kalt trinken, aber es ist schon warm und ich brauche jetzt kalt. Ja, ganz genau. Ganz genau. Deswegen trinke ich auch, ich trinke ansonsten auch gerne, ich mache so viele Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte. Ich trinke auch ganz gerne nachmittags nochmal Kaffee oder manchmal sogar abends. Versuche abends dann eher Decaf zu trinken oder Low Caf. Klappt auch fast immer. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann auch manchmal mit normalem Kaffee nochmal so einen kleinen Mokka-Pott fertig mache um 9 Uhr abends. Aber wenn ich halt im Sommer Kaffee trinke, dann halt tatsächlich vormittags meistens. Meistens. Dass ich halt echt so, bevor es richtig knackenheiß wird, dass ich dann einfach den Kaffee aufhab. Weißt Wobei ich sagen muss, dieses abends Kaffee trinken und so, das habe ich auch und das macht mir überhaupt nichts aus. Und ich fand es lustig, ich habe letztens auf der Arbeit eine kurze Reportage gehört. Da gab es eine Studie, wo sie getestet haben, ob die Wirkung des Koffeins im Kaffee nicht vielleicht doch ein Placebo-Effekt ist. Und das Ergebnis der Studie ist sehr wahrscheinlich ja. Und sie haben es halt so gemacht, sie haben Probanden einmal Kaffee gegeben und einmal Wasser mit der gleichen Menge Koffein, also gleiche Menge Wasser wie Kaffee, mit der gleichen Menge Koffein wie im Kaffee. Und haben dann einfach nur geguckt, zum einen, welche Hirnareale aktiviert werden und zum anderen ne, auch Selbsteinschätzung der Probanden. Und bei dem Wasser mit dem Koffein, was also an sich die gleiche Wirkung haben müsste wie der Kaffee, nichts. Einfach nichts, weder in der Hirnaktivität noch bei der Selbsteinschätzung. Und bei dem Kaffee sah man, die Hirnaktivität veränderte sich und die Selbsteinschätzung auch, oh ja, jetzt bin ich erstmal wacher und so, ne? Und daher die Vermutung, dass es halt durch den Geschmack und das Aroma und, weißt du, und alles drumherum, dass das einfach dafür sorgt, dass man denkt, ich bin jetzt wacher, obwohl es effektiv gar nicht so ist. Spannend. Da wäre ich auf jeden Fall mal gespannt zu wissen, wie es da mit Folgestudien in der Richtung aussehen wird, weil das natürlich für einen Kaffeefreund ein interessantes Thema ist. Wobei ich auch einfach sagen muss, zu dem Thema, es gibt halt auch echt den einen oder anderen Decaf, der echt, also das ist schon echt in Kann Ordnung. man Also machen, da meinst du? kann man mal machen. Aber so jetzt. Ich weiß nicht, ich habe es mir einfach in letzter Zeit angewöhnt, mir ja abends einen Mokka-Pott noch mal zu machen und dann ganz gechillt beim Fernsehen gucken, auf dem Sofa zu sitzen und so schön aus dem kleinen Mokka-Tässchen so gepflegt. Vielleicht auch, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen James Hoffman auf YouTube gesuchtet habe. Das kannst du halt nicht abends auf dem Sofa sitzen, James Hoffman gucken und keinen Kaffee dabei trinken. Geht nicht. Also, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ah, ja, spannend.
spannend, womit man sich so im Sommer erfrischen kann. Ja, ne? Also wie gesagt, Gurke, ganz großer Tipp in verschiedensten Versionen. Ja, vor allem kannst du es halt wunderbar kalt machen. Ah, erst nochmal einen Schluck nehmen hier. Und gerade mit der Minze zusammen ist es sehr, sehr angenehm. Und von mir eine große Empfehlung. Ja, und von mir die Empfehlung, Tonic geht mit sehr viel mehr Sachen als mit Gin. Geht auch super mit Gin, aber geht halt auch super mit anderen Sachen. Einfach mal, glaube ich, auch einfach mal wild ausprobieren und gucken, was einem wie schmeckt, was einen wie erfrischt. Aber halt mal so ein bisschen, wie man doch im Englischen so schön sagt, so out of the box denken. Ja. Was mich jetzt dazu führt, einmal zu fragen, was unsere Zuhörerinnen denn so genießen. Ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Könnt ihr uns überall auf Social Media hinterlassen, wo ihr uns findet, sind wir auch vertreten. Ansonsten gerne auf der Webseite etwasgenuss.de oder natürlich in unserer Facebook-Gruppe Die Genussfreunde oder eben auch bei Discord, da findet ihr uns auch. Und Martin, immer noch eine Ankündigung, wo sollten Sie noch hinschauen, wo wir bald komplett vertreten werden mit diesem Podcast? Unbedingt auf unserem nun eigens für den Podcast eingerichteten YouTube-Kanal youtube.com/@genussmomentepodcast, wo wir gerade dabei sind, nach und nach die ganzen alten Folgen zu veröffentlichen. Und wenn wir uns quasi selbst eingeholt haben, werden auch die neuen Folgen nur noch exklusiv da erscheinen, zumindest auf YouTube und natürlich auf allen Podcast-Plattformen. Also deswegen unbedingt reinschauen, Abo reinsmashen und ja, nichts mehr verpassen. Smash den Abo-Button. Martin. Ja, Mann. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst und dass du mir so wieder Lust auf Tonic und Cold Brew gemacht hast. Ich glaube, ich muss da morgen auch nochmal einen ansetzen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit dir und ja, würde sagen, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen auch wieder mit dabei sein werden. Dem kann ich mich so nur anschließen und ich freue mich einfach auf die nächste Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin.